Grüßt euch, Freunde. Jeremy Fragrance hier. Ich teste Gisada Parfums. Jetzt wird's ernst, Leute. Die haben mir das zugeschickt. Aber wenn das scheiß riecht, dann sage ich euch das auch. Ich habe das schon mal im Douglas gerochen. Und eigentlich fand ich das ganz gut. Aber ich werde euch knallhart sagen, ob das gut ist oder nicht. Wir haben hier einmal den Frauenduft und einmal den Männerduft. Und zwar nennen die sich beide Ambassador. Und ich habe ohne Witz die Nummer von dem, ich glaube, Chef, ich habe die schon mal gesehen. Aber ist egal, ich werde trotzdem sagen, wenn das schlecht riecht oder nicht. Ich kann nicht lügen. Für mich Jesus number one, Gott number one. Ich darf gar nicht lügen. Von daher gibt's hier die ernste, ehrliche Meinung. Okay, Ladies first. Komm, wir machen Ladies first. Hier, das sind hier die zwei Düfte. Okay. Hauen wir, komm, fokussier mein Gesicht. Komm, Alter, fokussier mein Gesicht, so. Okay. Starten, die sind wie aus dem Nichts. Ich habe die damals mal in Düsseldorf auf einer Parfummesse kennengelernt, die Jungs und Mädels. Und ich weiß nicht, was wäre das so, ob da irgendwie Geld oder... Keine Ahnung, woher die ganze Kohle haben, dass sie in jedem Douglas drin sind, aber die gehen schon richtig ab, anscheinend. Und ihr habt mir hin und wieder immer wieder Comments gelesen. Also wenn ich die Marke gewesen wäre, dann hätte ich eigentlich, obwohl das nicht korrekt ist, auch ganz viele Comments schreiben lassen. Hey, probier mal Gisada, hey, probier mal Gisada. Weil ich habe so unnatürlich viele Comments bekommen. Naja, egal, wir probieren es jetzt mal hier. Gisada Switzerland, das sind Schweizer. Jetzt knallen wir erstmal den Damenduft raus. Riecht schön. Weißt du was? Der riecht ein bisschen wie Mugler Aura. Ich sag doch, ich kann nicht lügen. Riecht ein bisschen so. Aber nicht so säuremäßig. Der Mugler ist noch ein bisschen extremer. Ich mag ihn aber. Nee, ich lieb den nicht. Okay. Sorry, aber lieben tue ich den nicht. Aber ich glaube, ich mochte den Ambassador for Man, wo ich den im Geschäft gerochen habe. Ich probiere es mal. Jetzt hauen wir mal raus hier. Die hatten damals schon einen Duft, den fand ich auch ganz nice. Der war wirklich nicht schlecht damals. Und das ist jetzt anscheinend der zweite Duft. So. Weiter geht's mit dem Gisada Switzerland Ambassador for Man. Ah, okay, Alter. Übrigens, ich krieg eigentlich von jeder Marke auf der Welt Parfums umsonst zugeschickt. Das ist jetzt nichts Besonderes. Nur häufig verläuft sich das im Sande. Aber jetzt, weil das so eine kleine, eher so, naja, was auch immer. Okay, komm. Auch schön magnetische Kappe. Oh, der ist geil. Den finde ich schon geil, Alter. Ja, ich erinnere mich, wo ich den im Douglas gerochen habe. Mann, jetzt habe ich schon wieder Douglas, also Sephora. Ich mag Sephora auch. Ich mag Douglas auch. Ich kenne die alle. Ich telefoniere auch mit denen. Aber wo ich das jetzt in dem einem der beiden Geschäfte gerochen habe, dachte ich, boah, der ist nicht schlecht. Übrigens macht da der Jeremy Meeks Werbung für die. Finde ich auch so interessant, weird, alles zusammengemischt. So, ich habe noch nie von denen gehört. Gleichzeitig schreiben mir ganz viele Leute bei Comments, hey, mach mal Gisada. Dann auf einmal dieser Typ, Jeremy Meeks, also weird, aber egal. Also den Duft finde ich geil. Und spontan erinnert der mich auch nicht an irgendeinen. Also den finde ich schon geil. Das geht sogar so weit weg, sodass die erste Impression so, ja, wenn der Alberto für mich so einen Duft kreieren würde und der ewig hält, dann wäre das schon mal eine gute Basis. Jo, Mikros an. Okay. Und was wir jetzt machen werden, wir testen die Haltbarkeit dieses Duftes. Boah, richtig aggressiver, guter Sprüher. Okay, wie riecht denn das eigentlich? Also, ich finde, das riecht so wenn Jean-Paul Gaultier einen neuen Duft raushauen würde, der nicht wie Le Male riecht, aber irgendwie was anderes. So Richtung Jean-Paul Gaultier im Sinne von, ich merke hier so eine
süße Tonkabohne. Das ist also so eine Art Vanillenote. Und ja, geil. Ich merke auch so ein bisschen Gewürz im Sinne von Kardamom, so verführerisch, so dieses Carolina Herrera. Also für alle die, die diese sexy Düfte mögen, für einen Club und so, aber nicht, dass es so billigmäßig riecht, sondern so, ja, es riecht gut, Alter. Bisschen La Nuit de l'Homme. Aber es ist echt nicht irgendein Duft, an den er mich erinnert. Stell dir diese drei Marken vor. Das würzige, sexy Kardamom von La Nuit de l'Homme. Meinem eigentlichen Lieblingsduft, abgesehen von meiner Marke. Das freche, sexy-mäßige von Jean-Paul Gaultier. Schon geil. Ist ehrlich geil. Warte mal, kommt da jetzt nicht irgendwas, an der mich irgendwas erinnert? Nee, ist schon geil. Wäre nice, wenn der lange hält. Das müsst ihr euch mal reinziehen, wenn... Also sie können mir gerne 1 Million Euro schenken. 1 Million Euro können die... Mann, das gibt's doch nicht. Die können mir gerne 1 Million Euro geben. Aber laut meinem Kodex darf ich dann trotzdem nicht sagen, dass der besser oder schlechter riecht. Aber, liebes Gisada-Team, und der Chef, der hat auch meine Nummer, wenn ihr mir 1 Million Euro geben wollt, fliege ich gerne in die Schweiz und ihr macht ein cooles Event. Und ich sage, alter Schwede, geiles Event hier und präsentiert von Gisada. Aber an meiner Meinung wird sich nichts ändern zu dem Duft. Also der finde ich gut. Nur erinnert mich an den Mugler, Aura, den ich ja mag. Und der finde ich sehr gut. Ich finde den richtig geil. Aber abwarten. Abwarten, wie die Haltbarkeit ist. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Ich liebe euch. Bis dann. Ciao.